Der Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan, Montagehalle 112A. Das Buran-Raumfahrtprogramm begann in den frühen 1970er Jahren als Antwort auf das US-amerikanische Space Shuttle. Am 15. November 1988 fand der erste und einzige Start des Buran-Systems statt. Der unbemannte Flug endete erfolgreich mit einer automatischen Landung nach 2 Erdumkreisungen. Weil die Kosten für das Raumfahrtprojekt außer Kontrolle gerieten und der Kalte Krieg beendet war, wurde das Buran-Programm 1993 offiziell eingestellt. In der Halle 112A in Baikonur steht der letzte originale Buran-Weltraumtransporter. Er wurde teilweise zerstört, als 2002 das Dach des Hangars durch mangelhaft ausgeführte Reparaturarbeiten einstürzte. Bei dem Unfall starben 7 Arbeiter.